befinden uns hier im Nürnberger Hafen. Hinter mir ist ein Teil der Behelfsbrücke. Die Behelfsbrücke ist wiederum ein Teil von der Behelfsumfahrung für den Neubau der Hafenbrücken in Nürnberg. Wir, also die IGS, haben zusammen mit anderen Ingenieurbüros eine Ingenieurgemeinschaft gebildet, die Inge IBI. Die hat zusammen die Planung und die Ausschreibung durchgeführt und dann auch die Vergabe entsprechend begleitet. Zum Einhub der Brücken auf den MDK haben wir zwei Schwerlastkräne benötigt. Der eine ist am Freitag gekommen und der andere am Samstag. Der erste am Freitag war der kleine 750 Tonnen Kran. Der zweite ebenfalls 750 Tonnen Kran haben wir nicht bekommen. Dafür mussten wir leider den größten weltweit möglich nehmen. Das ist ein 1200 Tonnen Kran, der die Arbeit aber auch gut gemeistert hat. Somit konnten wir dann am Montag das erste Brückenteil auf der Achse 20 und 30 in Länge von 42 Metern mit Hilfe der beiden Kräne einheben. Am Dienstag ist dann ein kleinerer Teil von dem kleineren Kran auch eingehoben worden. Und wiederum am nächsten Tag entsprechend 7,50 Meter Richtung Main-Donau-Kanal verschoben. Die zweiten 56 Meter der MDK-Brücke wurden mit einem Schwimmkran, der aus Holland angekommen ist, gestern am Freitag auch eingehoben. Im Anschluss wurden noch die restlichen Brückenteile angebracht und komplettiert. Die zwei Schwerlastkräne haben dann zwischenzeitlich sich zurückgebaut für den zweiten Teil für die Südwesttangente. Nachdem die Kräne sich hingestellt haben und aufgebaut worden sind, fährt das SPMT-Schwerlastfahrzeug die ersten 38 Meter der Südwesttangentenbrücke ein. Wenn das SPMT die 38 Meter eingefahren hat, übernehmen die beiden Kräne und tun ihn im Tandemhub auf die entsprechenden Pfeiler und Widerlager setzen. Nachdem das erste Brückenteil gesetzt worden ist, baut sich ein Kran wieder zurück, verfährt in die neue Position und muss dann wiederum aufgebaut werden. In der Zwischenzeit kann das SPMT den zweiten Abschnitt in einer Länge von 44 Meter holen, der wiederum angebracht, also angeschlagen wird und dann auch auf die SWNT eingehoben wird. Damit wäre dann auch die Brücke über die Südwesttangente fertig.